Kennen Sie das, wenn Sie sich als Kunde so richtig unverstanden fühlen? Sie haben irgendwo einen Vertrag abgeschlossen, völlig egal, ob es eine Bankdienstleistung, Fitnessstudio oder irgendeine andere Dienstleistung ist, und Sie haben das Gefühl, man kennt mich hier gar nicht mehr und irgendwie passen auch die Produkte nicht mehr zu mir und die Prozesse sind irgendwie extrem unpraktisch. Alles geht irgendwie an mir vorbei. Dabei sollte es doch genau um Sie gehen, denn schließlich sind Sie ja das, worum es geht. Der Kunde oder die Kundin in dem Fall. Wenn Sie irgendwo in eine Kundenbeziehung gehen, dann erwarten Sie, dass man Dinge an Ihnen ausrichtet. Sie erwarten auch, dass Dinge zu dem passen, was Sie erwarten. Komischerweise haben die meisten Organisationen das scheinbar verlernt. Und unser Thema ist, warum die meisten Organisationen ihre Kunden nicht mehr kennen. Oftmals glauben die Organisationen, sie kennen die Kunden noch, bis sie merken, dass plötzlich jemand auf dem Markt ist, der ihnen den Markt wegnimmt, dadurch, dass Kunden besser gekannt werden. Und übrigens, wir werden natürlich hierzu auch dann wieder jemanden interviewen. Wir haben jemanden im Interview diese Woche, eine Person, die nach Deutschland kam und noch gar nicht wusste, welche Kunden überhaupt angesprochen werden sollen und damit ein Produkt nach Deutschland brachte, was es überhaupt noch nicht gab und heute in der Immobilienwirtschaft und somit einer sehr hohen, sehr wirtschaftsstarken, sehr stark wirtschaftsschöpfenden und wertschöpfenden Industrie, genau in dieser Industrie hat sie ein Produkt nach Deutschland gebracht, was vorher nicht existierte. Und damit haben wir also auch zu diesem Thema Zielgruppen und Kunden kennen, jemanden dabei, wo sich's wirklich lohnt, bis zum Ende dran zu bleiben. Schauen wir uns aber wie immer an, was ist passiert in der letzten Zeit, was ist da die Problemstellung und vor allen Dingen, wie können wir es besser machen. Einiges ist passiert in der letzten Woche, insbesondere im deutschsprachigen Raum und international jede Menge. Es gab die European Super League. Die European Super League, einige werden es gehört haben, da sollten verschiedene Vereine jenseits von FIFA, UEFA etc. eine eigene Liga machen mit 15, 12 Clubs. Es wurden immer weniger, die am Ende mitgemacht haben. Am Ende brach das Ganze in sich zusammen und dann kam raus, dass man jahrelang geplant hat und bei Bekanntgabe fiel alles binnen weniger Wochen zusammen. Das ging übrigens sogar so weit, denn wenn Sie eine eigene Liga starten, sollten Sie ja Ihre Zielgruppe kennen und das sollten tendenziell die Fans sein. Wir hatten nun im vorherigen Podcast schon mal darüber gesprochen, dass es im Fußball längst nicht mehr darum geht. Aber wenn Sie ein Produkt rausbringen und es so schnell zerfällt, können Sie davon ausgehen, dass Sie so ungefähr alles falsch gemacht haben. Und die Krönung des Ganzen war, als Jürgen Klopp, der Manager von Liverpool, der Fußballtrainer von Liverpool, als der interviewt wurde, wo gesagt wurde, was halten Sie eigentlich von der europäischen Superliga, der European Super League, sagte der, wovon? Sagt mir nichts. Und daraufhin sagte der Reporter, naja, Ihr Club ist aber dabei. Und man hatte dem eigenen Trainer noch nicht Bescheid gesagt. Das wäre so, als wenn Sie eine Strategie haben im Unternehmen und Ihre eigenen Führungskräfte nicht wissen nichts von dieser Strategie. Und der Moment kommt Ihnen vielleicht bekannt vor. Es gab noch weitere Dinge, die jetzt rausgekommen sind. Das Massachusetts Institute of Technology hat einen Artikel in der Technology Review Zeitung des MIT rausgegeben, wo rausgefunden wurde, dass Facebook-Anzeigen auf Jobs Frauen ausschließen. Und übrigens ohne irgendwie die Qualifikation zu berücksichtigen. Also es kann dort nicht nur eingestellt werden, auch sonst ist der Algorithmus gegen Frauen ausgerichtet, kann gegen Frauen auch eingestellt werden. Und das ist im MIT Technology Review am 23.04.2021 erschienen. Und bisher ist die Frage noch nicht beantwortet, aber so wie es aussieht, ist das mit Gesetzen ja nun klar nicht vereinbar. Ansonsten haben wir aber auch Dinge, die mutige Statements sind, die aber auch notwendig sind und positiv sind. Joe Biden, Präsident der Vereinigten Staaten, zusammen mit Vizepräsident Kamala Harris, erkennt den Völkermord an Armeniern an gegen die Türkei. Das begeisterte die Türkei nicht. Allerdings ist das Feststellen von historischen Realitäten extrem wichtig, um daraus zu lernen. Und von daher haben wir also auch im Hinblick auf Kommunikation und Zielgruppen positive Beispiele, während dann in Deutschland natürlich manche Dinge wieder völlig daneben gelaufen sind. Wir hatten die Alles-Dichtmachen-Aktion von Jan Liefers und einer Reihe anderer Kollegen aus dem Schauspiel, die von der AfD und Corona-Leugnenden dann gefeiert wurden. Ich möchte jetzt nicht alle, die in diesem Schauspielbereich sind und schon gar nicht alle, die an diesen Videos dort sind, in diese Ecke stellen. Aber sollte man nicht von Leuten erwarten können, die seit 40 Jahren im Showgeschäft und im Schauspielgeschäft sind, dass sie wissen, wie Kommunikation funktioniert? Und dass Sie wissen, dass wenn Sie eine Botschaft senden, es eine Zielgruppe gibt, die darauf eventuell reagiert. Kommunikationsmodell, Sender-Empfänger-Modell, Vier-Ebenen-Modell, also nehmen Sie, was Sie wollen. Das sind Dinge, die lernen Sie in jedem Führungsgrundkurs und ich bin mir sicher auch an jeder Basis-Schauspielschule. Und nichtsdestoweniger sieht man solche Verfehlungen und das eigentlich Schlimmste daran war, einige haben sich ja dann entschuldigt und das war ja dann auch die richtige Sache, auch die Videos zurückzunehmen.
Aber als dann gesagt wurde, man hat also mit Ironie und Überspitzung gearbeitet und das Publikum hätte es nicht verstanden. Also sinngemäß, man macht eine Botschaft, das Ganze eskaliert in die falsche Richtung, die man nicht möchte. Und dann sagt man, das Publikum war halt zu blöd. Na, das ist ja ein extrem erfolgversprechender Ansatz. Da haben wir mal wieder gesehen, manche Leute haben in Sachen Kommunikation eben noch weniger verstanden, als man ohnehin schon erwartet hat. Übrigens, wenn ich auf meine eigene Timeline gehe, auf Social Media, also auch mittlerweile auf Businessportalen wie Xing oder LinkedIn, die Selbstdarstellung spielt dabei immer eine erhebliche Rolle. Also gerade Jan Liefers hat sich mehrfach bereits eingelassen in verschiedener Art und Weise, als damals die Wahlergebnisse da waren, dass die Konstellation relativ schwierig war, ob es große Koalition wird oder ob es eine Koalition mit der FDP wird. Da war es dann so, dass Herr Liefers ja dann sagte, ja, sollen wir uns als Wähler jetzt entschuldigen bei der Politik, dass wir uns falsch entschieden hätten und die Politik soll mal zu Potte kommen. Das ist immer einfach, von der Seite in den Raum zu quaken, wenn man selber keine Verantwortung zur Sache übernimmt. Und insbesondere Herr Liefers, der nun Schauspieler ist, verwechselt scheinbar, das machen aber auch andere Kolleginnen und Kollegen von ihm, verwechselt offensichtlich das Spielen einer Rolle mit realer Kompetenz. Verstehen Sie mich hier nicht falsch, denn es ist natürlich angebracht, wenn Sie Sachkritik äußern, sich auch sachlich einzulassen, aber für das Senden einer Botschaft, was Sie dort senden, sind Sie verantwortlich und nicht die empfangende Seite. Und dann zu sagen, das Publikum war halt zu blöd, es zu verstehen, das ist eine absolute Unverschämtheit. Aber Selbstdarstellung ist dabei eben auch ein entscheidender Punkt. Dirk Niebel, ehemals Entwicklungsminister von der FDP, postet auf Social Media, er würde jetzt ab 22 Uhr ganz bewusst mit seiner Frau spazieren gehen, weil die seien schon geimpft und so weiter. Ein Universitätsprofessor auf LinkedIn kommentiert noch darunter, ich gehe ganz bewusst nachts raus und ich sage dann, ich gehe zu Mandanten, denn die Adresse wäre ja Anwaltsgeheimnis. Natürlich jemand, der dann noch so Professor, Doktor und so ein Profil hat. Man guckte danach, die Universität, bei der war, ist, war keine Universität, es war eine Fachhochschule, University of Applied Sciences. Da wird das Wort University reingeknallt, damit einfach wichtiger klingt. Das richtige Wort ist Fachhochschule und gegen Fachhochschulen ist gar nichts einzuwenden. Aber es ist dann diese Art der Selbstdarstellung, wenn ich schon sehe, dass da steht irgendwie Professor und Speaker, spätestens bei dem Wort Speaker, dazu hat sich ja nun Herr Cunning bereits eingelassen von der Hochschule Osnabrück, was von Menschen zu halten ist, die diesen Begriff Speaker verwenden. Das möchte ich nicht pauschalieren, da gibt es auch gute dabei, allerdings sind es sehr, sehr wenige. Und sich also, wenn man forschend tätig ist und in der juristischen Praxis tätig ist, sich so einzulassen, ich gehe bewusst jetzt nachts raus, denn die Adresse, wo ich hingehe, wäre ja dann, wenn es Mandanten sind, Anwaltsgeheimnis. Und dann guckt man halt, das ist eben keine Universität, es ist eine Fachhochschule und die Fachhochschule ist im Ranking auf Rang 2200 irgendwas. Dann fragt man sich langsam wirklich, wie extrem die Selbstdarstellung heute eigentlich noch sein muss. Und diese Selbstdarstellung wird halt einfach so extrem, dass die Leute einfach auch den Glauben und vor allen Dingen das Vertrauen in Führungskräfte verlieren, die sich dann so wichtig machen möchten. Es gibt aber auch positive Aspekte. Wir wollen das jetzt nicht alles negativ reden, auch wenn die letzte Woche kommunikativ gerade in dieser Hinsicht wirklich keine schöne war. Englische Fußballvereine boykottieren Facebook, Twitter und Co. dieses Wochenende, damit die Netzwerke mehr gegen Hass unternehmen. Denn Hassrede ist nun mal ein Problem und mittlerweile auch auf sämtlichen Portalen angekommen. Gucken Sie sich mal an, was rumgeschwurbelt wird auf Xing und auf LinkedIn, wo nichts dagegen getan wird. Getreu dem Motto Meinungsfreiheit. Da hat also alleine auf meinem Profil musste ich mehrere Kontakte entfernen. Eine Person, die Führungskraft bei einem Architekturbüro war und keinem kleinen, einem großen Architekturbüro, postet wortwörtlich mit einem Foto aus einem Konzentrationslager, dass wir auf dem Weg in die Merkel-Diktatur sind. Bei solchen Menschen zweifle ich ehrlicherweise an der Zurechnungsfähigkeit oder es sind einfach Rechtsradikale oder Nazis oder alles drei. Aber Hassrede ist ein immer größeres Problem und das betrifft Ihre Organisation genauso. Besser hingegen war dieses Jahr die Oscar-Verleihung, die ich live gesehen habe. Die ist deutlich diverser gewesen. Es gab zum ersten Mal Moderation auch in Zeichensprache. Es wurden sogar Preise verliehen von Menschen, die Zeichensprache verwendet haben. Man hat die Zeitbegrenzung für Reden aufgehoben. Es wurde nur gesagt, wenn Menschen etwas zu sagen haben, soll es halt Oscar-relevant sein oder eine gute Kernbotschaft haben mit emotionaler Botschaft. Das war wirklich gut, die Moderation, die durch ProSieben gemacht wurde, wo irgendwelche Moderatoren, die ansonsten irgendwelche Promi-Sendungen moderieren, meinten, sie müssten jetzt irgendwie die Kanzlerschaft mit blöden Witzen kommentieren.
Das war die übliche Erbärmlichkeit, die aber auch jetzt nicht überraschend war, wenn Sie solche Promi-Reporter sehen, da ist ja von der Substanz ja ohnehin nicht viel zu erwarten. Tatsache aber ist, wir haben hier verschiedene Beispiele und manche kennen ihre Zielgruppe sehr gut. Und The Academy, also die, zum Beispiel da, wo die Oscars verliehen werden, hatten ja lange den Vorwurf, dass es einfach eine Veranstaltung war von meistens weißen Männern, die sich gegenseitig Preise verliehen haben. Und das kennen Sie auch im deutschsprachigen Raum. Wenn jemand heute sagt, ich gehe zu einer Preisverleihung, der erste Gedanke, den Sie doch haben, ist doch, welche Zeitschrift, welches Magazin, welche Zeitung, welcher Verband hat gegen klingende Münze und Anzeigenschaltung hier wieder mal einen Preis rausgehauen. Diese inflationären Preisverleihungen bar jeglicher Relevanz nehmen exponentiell zu, weil dahinter eine gesamte Industrie steht und Ego verkauft sich eben gut. Manche Menschen stehen vor allen Dingen gerne auf der Bühne und werden wichtig genommen und ihnen wird aufgefallen sein. Bei den Negativbotschaften, die wir hier hatten, hatten wir vor allen Dingen wieder mal Männer. Das ist kulturhistorisch bedingt, das wird sich mit Sicherheit über einige Jahrzehnte hinweg angleichen, wenn wir denn in Gleichberechtigung weiter streben. Aber das Ego ist halt nie eine gute Idee. Und jetzt wollen wir mal schauen, wodurch kommt denn dieses Problem, dass die meisten Organisationen ihre Kunden nicht mehr kennen. Und hier beziehe ich mich explizit auf Frank Caspides von der Harvard Business School. Er hat dazu auch letzte Woche einen Vortrag gehalten, einen hervorragenden Vortrag, einen der besten, den ich in den letzten Monaten gesehen habe. Und den habe ich live gesehen, weil er es glücklicherweise auch live übertragen hat. Und der hat halt einfach ganz klar gesagt, er hat also wissenschaftlich untersucht, woran könnte es liegen. Frank Caspides, der hat auch Bücher geschrieben, also eins seiner Bestsellerbücher war Aligning Strategy and Sales, also wie sie ihre Strategie und den Vertrieb zusammen aufstellen. Sein neues Buch Sales Management That Works, also Vertriebsleitung, die funktioniert, würde man im Deutschen vermutlich sagen, ist jetzt gerade auf dem Weg im Bereich, im Bereich der Bestseller. Und der hat halt ganz klar gesagt, einer der Hauptgründe, warum, und das ist jetzt nicht die Meinung von Nils Brabant, das sind wissenschaftliche Ergebnisse einer umfassenden Studie, durchgeführt von der Harvard Business School. Denn ansonsten sage ich jetzt gleich was und dann kommt sofort jemand, wie du, ja, ist bei uns aber ganz anders. Das hat Klaus Fink früher immer gesagt, Agabu, alles ganz anders bei uns. Ja, ja, Sie haben schon recht, aber bei uns ist alles prima. Ja, ja, nee, ist richtig. Wichtig ist, und jetzt beziehe ich mich hier, wie gesagt, auf Frank Caspides, der hat ganz klar gesagt, wir haben weltweit die niedrigste Anzahl von Menschen auf höchster Führungsebene, die irgendetwas mit Vertrieb zu tun haben. Gucken wir heute in Vorstände, haben wir vor allen Dingen Menschen, die entweder aus dem Finanzhintergrundsbereich kommen oder Menschen, die im Bereich Ingenieurswissenschaften, Betriebswirtschaftslehre sind. Und keine Frage, das sind wichtige Positionen. Die Botschaft ist hier nicht, schmeißen Sie die Finanzleute raus oder Sie brauchen keine Betriebswirtschaftsahnung oder Sie brauchen keine Ingenieure, gerade wenn Sie ein ingenieuraffines Produkt haben, ist Repräsentanz auf Vorstandsebene unglaublich wichtig. Aber es wird halt mittlerweile so ein bisschen herabgeschaut auf den Vertrieb und gesagt, ja, die reden halt so mit Leuten, das ist halt keine Vorstandsposition. Da möchten Sie ja auch ein Gehalt sparen, denn mit Vorstand kommt ja auch ein Preisschild, logisch. Nur wenn Sie halt keine Repräsentanz von Kundenstimmen auf höchster Ebene haben, müssen Sie sich nicht wundern, wenn die Entscheidungen solcher Vorstände an den Bedürfnissen von Kunden, Kundenstamm, Kundenorganisationen, Kundenpersonen, die bei Ihnen Geld lassen möchten, schlichtweg vorbeigehen. Denn, und das ist das zweite Problem, wenn Sie keine strukturierte Erfassung dessen haben, zum Beispiel Sie haben entweder gar kein CRM und haben irgendwelche rumfliegenden Excel-Listen, die dann zum Teil auch nicht, was heißt nicht zum Teil, die sind nicht revisionssicher, die können rückwirkend geändert werden, über Datenschutz müssen wir gar nicht reden, oder Sie haben ein CRM, was so komplex ist, dass Leute im Vertrieb schlichtweg sagen, meine Arbeitszeit ist überhaupt nicht mehr auch nur ansatzweise einhaltbar, wenn ich mich mit dem System befasse. Also kurzum, Sie haben ein CRM-System, was schlichtweg einfach sehr schlecht ist. Und es gibt verschiedene CRM-Systeme, die sind sehr gut und die sind auch sehr weltweit bekannt in verschiedenen Größen. Es gibt da verschiedenste Menschen, die dort und verschiedene Menschenorganisationen, die auf verschiedenen Größenordnungen Angebote gemacht haben. Aber viele CRM-Systeme, die ich kenne, sind einfach sehr schlecht. Wenn Sie CRM-Systeme haben, die zum Beispiel im Kundengespräch ausfallen können, also mal ein Beispiel, Sie haben ein CRM-System, wo gesagt wird, Sie brauchen eine dauerhafte Internetleitung, haben Sie kein Internet, haben Sie zum Beispiel die Datensätze nicht verfügbar. Oder Sie können gewisse Bilder nicht im Zugriff haben, weil die nur verlinkt werden. Und vielleicht haben Sie ein Produkt, was sehr visuell wirkt. Oder Sie haben die letzte Kundenkommunikation nicht mehr im Zugriff, weil nur wenn Sie eine stehende Internetleitung haben, Sie mit dem Exchange-Server, dem Mail-Server, welchen auch immer Sie haben, kommunizieren können. Wenn Sie solche Dinge haben, verhindern Sie mit der Einführung solcher Systeme Umsatz und damit Ertrag. Und sogar noch doppelt. Zum einen generieren Sie keine Umsätze und da solche Systeme oftmals auch noch sehr teuer sind, mindern Sie den Ertrag nochmals.
Wenn Sie keine strukturierte Erfassung von Kundenrückmeldungen haben und dazu ein schlechtes oder nicht passendes CRM-System, schaden Sie der Organisation nochmal und entfremden sich noch weiter von Ihrem Kundenstamm. Und dazu kommt eben oft noch, und das ist der dritte Aspekt des Problems, die meisten Betreuenden stehen eben oft alleine da. Die haben halt keine große Gruppe, die ihnen sagt, wir helfen hier und wir haben dort Support. Die Leute stehen mit ihrem Kundenstamm da und sinngemäß wird gesagt, mach halt dein Ertragsziel oder dann schlimmstenfalls haben sie ein Umsatzziel noch. Und wenn sie ein Umsatzziel haben oder Ertragsziel und sagen, mach halt, mir ist egal wie, dann stehen die Leute alleine da. Und ich kann Ihnen eins sagen, was im Vertrieb passiert. Die Leute finden den Weg drumherum. Wenn Sie glauben, dass Sie ein narrensicheres System haben, was absolut sicher ist, geben Sie es jemandem aus dem Vertrieb, denn die finden jede Lücke, durch die man irgendwie anders agieren könnte. Und wenn halt Ihr CRM nicht gut funktioniert, fangen die Leute an, sich auf ihren Rechnern, auf ihren Geräten Excel-Listen anzulegen. Das können Sie 10-mal verbieten übrigens. Das ist ungefähr so wie das Verbieten von, wir dürfen nicht über WhatsApp kommunizieren. Ich warte bis heute darauf, dass das irgendwo mal eingehalten wird, denn schlichtweg Kunden schreiben Ihnen heute sogar ja auf WhatsApp. Und das heißt, auch hier wieder, haben Sie eine Kundenorientierung oder haben Sie eine Prozess- und Verwaltungsorientierung? Wichtig hierbei ist, dass man dagegen natürlich was tun kann. Also völlig egal, ob Sie sich jetzt darüber, also ich habe mir ja jetzt von dem Frank Caspides einen Vortrag angehört, natürlich können auch Sie Menschen einladen, die auf Ihren jeweiligen Events, sobald sie sich wieder treffen können, ansonsten natürlich online, dass die dort Vorträge halten. Es gibt natürlich Seminare und Coachings, die dabei helfen können. Im Consulting oder Mentoring kann man jede Menge machen. Natürlich gibt es auch Möglichkeiten der längeren Begleitung über Interims- oder Projektmanagement. Jetzt wollen wir mal reinschauen, wie geht's denn besser? Und das Erste, was Sie halt machen, gucken Sie sich bitte an, welches CRM brauchen Sie denn? Und beim CRM gilt strukturiert, einfach, zielführend. Ich könnte, weil ganz viele werden mir jetzt nachher wieder E-Mails schreiben, was ist mit Salesforce? Ich kann Ihnen sagen, meine Firma hat selber Salesforce eingesetzt. Viele, viele Jahre, bis ich dann einen großen Teil meiner Firma entsprechend veräußert habe. Dann brauchte ich das nicht mehr. Heute habe ich ein anderes CRM-System. Wenn Sie alleine unterwegs sind, geht es ja auch noch mal einfacher. Sie brauchen aber trotzdem ein CRM-System. Und es gibt natürlich deutlich mehr Möglichkeiten als nur Salesforce, auch wenn Salesforce, ganz klar, bei einem damals besetzten Markt, kam Salesforce auf den Markt und räumte einfach die Marktanteile komplett ab. Und zwar von Kleinstfirmen bis zu Großfirmen, bis zu riesigen Firmen. Und da müssen Sie halt wissen, was möchten Sie denn jetzt machen? Zu sagen, wir haben gar kein CRM-System. Übrigens Customer Relationship Management, da gehören auch Prozesse zu und so weiter. Aber erstmal, wenn Sie kein System haben, fehlt jegliche Grundlage. Dieses System brauchen Sie erstmal. Und wichtig ist, das Einführen des Systems wird natürlich mit einer Schulung begleitet. Sie können den Leuten nicht sagen, hier ist die Software und ab hier viel Glück. Aspekt Nummer 2, wie Sie es besser machen können. Wenn Sie jetzt die Systeme haben und die Systeme ordentlich geschult wurden, und übrigens, ich biete keine Schulung zu CRM-Systemen an, ich verkaufe auch keine CRM-Systeme, bevor irgendjemand jetzt denkt, ich möchte was verkaufen. Das ist nicht der Fall. So, wichtig ist jetzt, wenn Sie das System haben und das System ordentlich eingeführt wurde, Automatisierung ist gut, ersetzt aber nicht den persönlichen Kontakt. Ich sehe immer mehr Firmen, die halt sagen, sie gehen in den Bereich Chatbots, sie gehen in den Bereich künstliche Intelligenz, was übrigens richtig ist, aber, und jetzt da teilt sich eben dann der Markt. Ich hatte es selber gerade mit meinem Mobilfunkanbieter, ich hatte dort einen Punkt, wo ich an meinem Vertrag was verändern wollte, habe dann erstmal dort den Vertriebschat oder den, das heißt Customer Service Chat in Anspruch genommen. Dort konnte ich Fragen stellen und nachdem die zweite Antwort immer noch nicht zufriedenstellend war, weil die künstliche Intelligenz meine Frage einfach nicht gut erkannt hat, was okay ist, denn es ist eine entwickelnde Technologie, stand da halt, drücken Sie die 1, wenn Sie weiter chatten möchten, drücken Sie die 2, wenn Sie mit einer Person chatten möchten. Dann drückte ich die 2 und dann hatte ich innerhalb von einer Minute eine Person, einen echten Menschen, der mit mir geschrieben hat. So funktioniert es gut, denn komplett automatisieren können Sie es halt erst dann, wenn Sie wissen, dass es tatsächlich auch komplett funktioniert und nicht Leute fragen, könnte ich eine neue EC-Karte haben und die Antwort ist, möchten Sie es mit Ketchup oder Senf? Das funktioniert dann natürlich nicht. Deswegen, Automatisierung ist gut, ersetzt aber nicht den persönlichen Kontakt. Wichtig hierbei auch, Menschen, die im Vertrieb arbeiten, haben oftmals Angst vor solchen Systemen, weil sie das Gefühl haben, sie werden ersetzt. Der persönliche, menschliche Kontakt, insbesondere nach der Pandemie noch viel mehr, wird nicht ersetzt werden können. Keine künstliche Intelligenz ersetzt die Interaktion zwischen Menschen, weder jetzt noch zukünftig. Es können halt gewisse Dinge automatisiert werden, die daraufhin Menschen im Vertrieb mehr Zeit geben, sich um echte Kundenarbeit zu kümmern.
Denn seien wir doch mal ehrlich, wenn Menschen irgendein Zertifikat von Ihnen brauchen, einen Nachweis oder es muss eine Rechnungsadresse geändert werden, das ist doch nichts, womit Sie sich beschäftigen möchten. Da ist doch Automatisierung extrem hilfreich. Nur der Punkt ist, Sie müssen dann natürlich die mehr zur Verfügung stehende Zeit auch sinnvoll verwenden, und zwar im Hinblick auf Kundennutzen. Und der dritte Aspekt, wie es besser geht, Vertrieb ist eben immer noch Führungsaufgabe. Und Führungsaufgabe bedeutet, dass auch in der Durchführung Vertriebsaufgaben im Vertrieb wahrgenommen werden. Da verweise ich auf einen Artikel, der veröffentlicht wurde im Harvard Business Review. Da gibt es einen Artikel, der heißt When the CEO does sales calls. Also wenn CEOs Vertriebsanrufe machen. Es wird ja von Führungskräften geradezu abgelehnt zu sagen, ich rufe keine Kunden an, das macht doch der Vertrieb. Das ist auch in vielen Fällen richtig. Aber wenn bei der Führungsarbeit gesagt wird, Kundenkontakt gehört gar nicht mehr dazu, sind wir genau bei dem Problem, was wir am Anfang wieder haben. Keine Repräsentanz der Kundenstimme auf Führungsebene, am besten auch nicht auf Vorstandsebene, dann müssen Sie sich nicht wundern, wenn am Ende Ihr Vertrieb nicht die Ergebnisse leistet, die Sie sich am Ende vorgestellt haben. Und deswegen ist wichtig, wenn Sie es besser machen wollen, das System muss da sein, CRM, strukturiert, einfach, zielführend und natürlich gut eingeführt mit Schulung etc. pp. Automatisierung ist gut, ersetzt aber nicht den persönlichen Kontakt. Es ist ganz wichtig, dass Sie auch Ihrer Belegschaft klar machen, dass eine Automatisierung im Vertrieb nicht zu Stellenabbau führt. Ganz klar, denn ansonsten werden Leute sich dieser Technologie verweigern und Kunden sehr schnell auch kommunizieren, warum man sich auf gar keinen Fall an die automatisierte Software wenden sollte. Und daraufhin werden Sie das Gefühl haben, Sie haben Geld verschwendet, während gleichzeitig Ihr Vertrieb in sinnloser Verwaltungsarbeit erstickt, die man locker automatisieren könnte und damit dann Menschen im Vertrieb Zeit hätten, sinnvolle Arbeit vorzunehmen. Und Faktor Nummer 3, Vertrieb ist Führungsaufgabe. Das heißt also, obwohl natürlich der Vertrieb das Gros, die größte Menge an entsprechenden Kundenanrufen vornimmt, heißt es nicht, dass Sie als Führungskraft es jetzt gar nicht mehr machen. Und deswegen, ich empfehle Ihnen diesen Artikel, When CEOs do sales calls, also wenn CEOs entsprechend dann Vertriebsanrufe machen, der ist frei verfügbar im Harvard Business Review. Sie müssen wahrscheinlich nur googeln und finden ihn schon. Schauen Sie sich das Ganze an und wichtig ist vor allen Dingen jetzt möchten wir mal mit jemandem sprechen, der genau sowas gemacht hat, nämlich irgendwo hinkommen, wo es keine Repräsentanz der Kundenstimme gibt, weil man noch gar nicht wusste, wer sind meine Kunden eigentlich. Man hatte vielleicht eine Idee, aber man hatte noch nicht das Umsetzungskonzept und dennoch hat es am Ende sehr gut funktioniert. Wir haben jetzt wirklich eine beeindruckende Persönlichkeit hier, nämlich Iris Houghton. Und Iris Houghton ist jemand, die hat wirklich eine Sache nach Deutschland gebracht, die es vorher noch nicht gab und wirklich von null auf einen gesamten Wirtschaftszweig inklusive dazugehörigem Berufsverband aufgebaut. Davor ziehe ich jetzt schon mal alle Hüte. Ich kann Ihnen bis hierhin erstmal nur sagen, vielen Dank für Ihre Zeit, dafür, dass Sie meinen Ausführungen hier zugehört haben. Und damit steigen wir jetzt direkt ein ins Interview. Homestaging. Ein Bereich, der in Deutschland immer noch weniger bekannt ist, als er eigentlich bekannt sein sollte. Gerade, und das wissen ja auch viele, je nachdem, aus welcher Region Sie kommen, ich will jetzt nicht sagen, scharfe Häusle baue, aber natürlich, das Haus ist natürlich ein großer Wert, die Wohnung ist ein großer Wert und dann soll der Wert auch entsprechend natürlich kommuniziert werden. Und da ist Homestaging ganz wichtig. Komischerweise in Deutschland allerdings noch nicht so sehr verbreitet. Das ändert sich allerdings gerade und wir haben heute hier bei uns, worüber ich mich sehr freue, die erste Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Homestaging und Redesign. Herzlich willkommen, Iris Houghton. Vielen Dank, ich freue mich sehr, dabei zu sein heute. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ich gehe auch gleich direkt ins Thema. Jetzt für die, die jetzt sagen, Homestaging habe ich noch nie gehört, was macht denn Homestaging? Homestager optimieren eine Immobilie für den Verkauf. Das, was wir tun, ist quasi das, was vor dem eigentlichen Verkaufsprozess beginnt. Wir machen den Verkauf, wir zeigen das Potenzial einer Immobilie, wir bringen was Verkaufshindernisse sind oder als Verkaufshindernisse wahrgenommen wird, machen wir weg. Und wir suchen vor allen Dingen auch den Wunschkäufer für viele Verkäufer. Das ist etwas, was viele unterschätzen. Das heißt also, weil viele, wenn sie das googeln, denken ja, ach so, also Homestaging, die machen so Einrichtungssachen. Das ist ja dann viel zu kurz gegriffen, oder? Korrekt. Wir richten nicht ein, sondern wir schaffen nicht nur, wir verkürzen noch nicht nur den Verkauf ungefähr um die Hälfte, die Verkaufszeit, sondern wir zeigen Potenzial für eine bestimmte Zielgruppe an Käufern. Das heißt, mit uns bekommt man den Wunschkäufer.
Das heißt also, weil es, also nehmen wir jetzt mal an, ich habe eine Mietwohnung und also Homestaging, also ich selber kenne es ja aus London. In London sind alle Wohnungen gestaged, die irgendwie einigermaßen gut sind und da ist es mittlerweile Standard. Das heißt also, es wird sich vorher auch damit befasst, weil wenn ich, seien wir mal ehrlich, wenn ich eine Mietwohnung habe, ich habe ja eine Vorstellung, wen möchte ich in der Wohnung drin haben und wen eben auch nicht. So, das sagt zwar keiner so richtig offen, aber es ist ja doch der Fall. Das spielt dann bei Homestaging auch eine Rolle? Ganz, ganz genau. Das ist unsere wichtigste Frage, die wir haben an den Verkäufer. An wen wollen Sie verkaufen? Oder eben auch an den Makler natürlich. Wen wollen Sie erreichen damit? Also zielgruppengerechtes Einrichten, also dass sich die Wunschzielgruppe wiederfindet, ist eine unserer wichtigsten Faktoren bei der Arbeit. Sehr schön. Das heißt, wie läuft denn sowas ab? Nehmen wir jetzt mal an, ich bin jetzt jemand, der sagt, Mensch, ich habe eine Wohnung und die möchte ich verkaufen und natürlich möchte ich sie möglichst schnell zum, also der typische Wunsch ist ja möglichst schnell zum höchstmöglichen Preis. Wie funktioniert es dann mit dem Homestaging? Ich kontaktiere quasi jemanden, den ich irgendwo kenne oder wie, also erstmal natürlich die Frage, wie finde ich überhaupt die richtigen Homestager für meine Immobilie? Selbstverständlich beim Berufsverband, bei der DGHR. Das Wichtigste natürlich, sage ich das als erste Vorsitzende, aber wir haben auch Gründe dafür. Nur die Homestager, die beim Verband arbeiten, sind nachgewiesen qualifiziert, arbeiten immer mit einem schriftlichen Vertrag und sind auch haftpflichtversichert. Das heißt, wir bieten unseren Kunden damit auch einen Schutz. Und das ist ein absolutes Merkmal von DGHR-Homestagern im Vergleich zu anderen Homestagern. Sehr schön. Und das heißt, ich würde quasi jetzt jemanden dann über den Verband kontaktieren. Und jetzt kommt natürlich bei vielen auch die Frage, was kostet denn sowas? Ich weiß, das ist natürlich eine relativ schwierige Frage, weil Immobilien gehen ja von einer Einzimmerwohnung bis zur Villa. Aber wonach richtet sich das, nach Quadratmetern, nach Anzahl der Räume? Wonach kann man denn sagen, richtet sich das? Wir sagen ganz klar, es richtet sich nach dem Aufwand, der wirklich notwendig ist. Das bedeutet, wenn eine Musterwohnung ist oder eine Wohnung, die vor kurzem noch saniert wurde oder sogar ein Neubau, da ist es ja logischerweise, kostet es weniger. Da bringe ich nur, in Anführungsstrichen, meine Möbel mit, mein Konzept für die Zielgruppe eben, die sich dort wiederfindet. Also, und das kostet natürlich deutlich weniger, als wenn ich eine Immobilie habe, die den sogenannten Renovierungsstau hat. Und mit diesem Renovierungsstau natürlich dann die Blümchentapete da ist, erstmal entrümpelt werden muss. Teilweise machen wir auch die Gärten. Ich habe da mal einen Hundezwinger gehabt, der voll war mit Blättern von weiß ich nicht wie vielen Jahren, also die da immer reingeworfen wurden und solche Dinge. Das muss also alles, was den Eindruck erweckt, dass etwas total vernachlässigt wurde oder wir nennen das auch Ekelfaktor hat, wird von uns eben weggeräumt, also weggemacht. Ja. Also und das würde den Verkauf deutlich behindern. Und das heißt natürlich, dass dann die Kosten logischerweise viel höher sind, als wenn es ein Neubau ist oder wenn es frisch saniert ist. Klar. Gibt es denn da, kann man, also ich meine, das ist natürlich jetzt eine sehr breite Frage, gibt es da belastbare Zahlen, wo man sagen kann, so und so viel Prozent höher ist der Verkaufspreis, wenn ich Homestaging mache, im Gegensatz zu, also ich glaube, die allermeisten in Deutschland sagen halt, die Wohnung ist, wie sie ist, gucken sie halt rein und jetzt wird sie halt so verkauft, wie sie hier steht. Gibt es da belastbare Zahlen, dass ich tatsächlich so und so viel Prozent mehr erzielen kann über Homestaging? Absolut. Wir als Berufsverband machen alle 2 Jahre eine Statistik. Jetzt gerade brandneu wird die neue Statistik rauskommen. Sie liegt im Moment beim Grafiker. Es wird wirklich nur noch ein paar Tage dauern. Dann sind die allerneuesten Zahlen da. Und da wir jetzt 3-mal hintereinander alle 2 Jahre Zahlen gemacht haben, können wir sogar auch Trends das erste Mal wirklich rausgeben. Wir können eine Entwicklung unserer Tätigkeit in Deutschland nachweisen. Und diese statistischen Zahlen sind eben, wie gesagt, zeigen ganz deutlich, dass also ein durchschnittlich mindestens 15% mehr Geld erreicht werden und mindestens doppelt so schnell verkauft wird. Das ist nachgewiesen. Ja. Das sind ja auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gute Zahlen. Was glaubst du denn, woran liegt es denn, dass Homestaging, weil, also jetzt mal von meiner Erfahrung her, Homestaging ist ja, also egal, ob ich mir Wohnung temporär oder länger, egal, ob es London war oder irgendwo in den USA, Frankreich, Spanien, Schweiz, also in vielen Ländern ist das totaler Standard. Warum sind die Deutschen da so ein bisschen zögerlich? Das Warum kann ich mir auch nicht genau erklären, weil als ich es entdeckt habe, ja, ich habe es ich habe auch in Spanien gelebt eine Zeit lang und als wir verkaufen mussten, hatten wir eben kurz vorher sehr viel Geld reingesteckt, renoviert und saniert. Wir dachten, wir leben da ein Leben lang.
Und ich habe dann im Fernsehen eine Sendung über Homestaging entdeckt. Habe gedacht, ich habe ja nichts zu verlieren. Habe das Ganze wirklich laienhaft nach und nach angewandt und habe 38.000 Euro mehr bekommen, als wir ursprünglich wollten. Wir hatten 5 Besichtigungen, 4 Kaufangebote lagen in ganz kurzer Zeit auf dem Tisch und ich dachte, Wahnsinn. Und als ich dann mit meinem Mann zurück aus Spanien nach Deutschland gezogen bin, habe ich gesagt, also er hat sich gewünscht, ein Haus mit Seele, nennt er das. Also er wollte keinen Neubau. Gut, Iris hat die Häuser mit Seele angeguckt und hat nur gedacht, oh je, also das ist ja echt recht schwer, sich vorzustellen, also dass dies jetzt mein Zuhause sein soll, dieses Zimmer soll jetzt mein Schlafzimmer werden, wo ich jede Nacht schlafe. Mein Lebensmittelpunkt, mein Heim, mein Castle, also meine Burg, das konnte ich mir alles nicht vorstellen und habe gesagt, aber ich habe es ja erlebt, wie toll das war. Und ich habe es dann als wirklich als Idee erkannt und habe gesagt, Iris, Deutschland braucht dich. Also schlicht und ergreifend, hört sich ein bisschen arrogant an, hatte aber okay, alles gut, alles gut. Ich hatte dieses innerliche Gefühl in mir, ich muss das ja machen. Und bin dann in 2007 damit gestartet und dachte tatsächlich, besonders wenn ich auf die Verkaufsprofis treffe, oh, wenn ich denen erstmal erzähle, dass es sowas gibt, dann rollen die mir ja sicher den roten Teppich. Also habe gedacht, ganz klare Kiste, wenn die das erkennen. Also, und dann kam die deutsche Kultur dazwischen. Genau. dann kam eben viel, sowas brauchen wir nicht. Ich verkaufe auch ohne komische Masche aus Amerika. Ganz ehrlich, wir haben ein paar so Vorzeigemakler mittlerweile am Verband entdeckt. Eben auch gleich in 2010, Gerd Menne von Gerd Menne Immobilien aus Bochum, der sagt klipp und klar, nachdem er 10 Jahre lang Homestaging bei jedem Objekt anwendet und es absolut integriert hat in seine Vermarktung, der sagt, es ist völlig schwachsinnig, ohne Homestaging zu verkaufen. Ja. Absolut. Und absolut. So sehe ich es auch. Aber wir als Verband, wir geben ja nicht auf, wir arbeiten dran. Und das ist eben auch einer der Gründe, warum wir in 2010 den Verband gegründet haben. Wir wollen es also einmal bekannter machen. Wir wollen die deutsche Immobilienwelt revolutionieren, indem wir eben am Ende möchten, dass jeder Verkäufer zumindest weiß, dass es das gibt. Es wird nie jeder machen, aber wir wollen einfach, dass es jeder weiß, dass es überhaupt Homestaging gibt. Und wir wollen natürlich auch die Profis überzeugen. Sehr schön, weil ich weiß als Verband, das klappt ja sehr gut, es ist ja ein großer Erfolg und die Ausbildung bietet ihr ja auch direkt an. Wäre es jetzt für dich in Ordnung, wenn ich die Kontaktdaten von dir in die Shownotes von diesem Podcast mit reinlege, dass Leute dich direkt kontaktieren können, wenn sie da Fragen haben? Selbstverständlich, ich freue mich sehr darüber. Jemand, sehr schön. Alle, die einen Homestager suchen, einen echten Profi suchen, jemand, der wie gesagt auch mit Qualitätsstandards entspricht, auch die Qualität seinen Kunden weitergeben würde, im DGHR-Anbieterverzeichnis, da kann man mit dem Postleitzahlsucher die Anbieter finden, die in seinem Umkreis sind. Und ja, wer Lust hat auf den Beruf ausbildungsmäßig, kann mich gerne ansprechen. Vielen Dank dafür. Perfekt. Das sind perfekte Schlussworte für diesen Podcast. Dann bleibt mir zum Schluss nur noch eins zu sagen. Iris, vielen Dank für deine Zeit. Danke, Nils, dass du mich eingeladen hast.